hier, meine Freunde. Heute Vorbereitung für den Käfigbauer. Wir dürfen jetzt endlich erzählen, wer es ist. Und zwar ist es Heigo Autotechnik. Wir kriegen einen Einschraubkäfig, der aber speziell für uns angefertigt wird. Zum Beispiel, dass auch die vorderen A-Säulenstreben hinterm Armaturenbrett durchgehen. Und dafür werden wir das Auto jetzt für den Abtransport vorbereiten. Also sprich den ganzen Kabelbaum rein, den lassen wir erstmal drinnen. Erstmal alle Schrauben entfernen, also dass halt nichts während der Fahrt abfällt. Und einfach schauen, dass wir das Auto noch ein bisschen sauber machen. Und dann, also weil das Auto nicht auf eigener Achse zum Käfigbau gebracht werden kann. Weil er keine eigene Achse hat. Genau, weil die nämlich beim Sandstrahlen ist, haben wir uns jetzt 4 Hunde gekauft. Und packen die Karosse da drauf und ziehen die Karosse dann mit der Winde auf den Hänger. So. Hier sind die Hunde. Das ist die Lara. Das ist ein Golden Retriever Mischling. Ja. Dann haben wir hier, das ist der Bodo. Das ist eine Bulldogge. Und dann haben wir noch hier, das hier ist, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Aber ist auch ein Hund. Also allererstes Kabelbaum verkleinern, zusammenbinden. Felix, tu es. Ich gehe ein Bier trinken. Das war so richtig schlecht. In and out of airports, off the fan support. Back when I was proud to be a backpack rapper. To my fucking landlord, saw my jams port. And sharks told me I was dead in the water. Gibt's eigentlich irgendwas? Also ist es wichtig, dass es, in, dass es eingepackt ist? Weil was passiert, wenn es reinregnet in den Kabelbaum während dem Transport? Fürs Erste nichts, aber wenn halt das Wasser drin stehen bleibt, weil wir jetzt ja den Kabelbaum eine Zeit lang nicht anrühren, dann kann natürlich jeder Steckkontakt anfangen zu oxidieren und dann ist die Verbindung schlechter. Was auch noch wichtig ist, dass man, sobald wir ihn dann wieder auspacken, dann einfach mal durchblasen, aber eigentlich sollte da kein Wasser reinkommen. Und was können wir tun, bevor wir alles zusammenbauen? Können wir da die Stecker nochmal sauber machen oder so? Das Einzigste, was man machen kann, ist, man kann Kontaktspray reinsprühen. Ja, aber bei so Kleinkontakten macht man normalerweise die nicht sauber. Es sollte einfach kein Wasser reinkommen, deswegen packen wir es einfach ein. Weißt du, was du machen musst? Was denn? Du musst unsere Grube zumachen. Grube zumachen. Okay. Grube zumachen! Grube zumachen. Schau dir mal an. Das ist ein freilaufendes, arbeitsgeiles Männchen der Rasse Germacus Granatos. Now I'd rather be myself and keep my message in order. I realize that shit at a session in Georgia. Never listen to a yes man. And don't stop chasing your dreams until they completed. Dress pants, cause it's hell when you're trying to make a manifest. So many laid to rest that I wish I could resurrect. So now I cherish every breath. Cause the good don't die young, only the very best. Simone took her own life trying to handle stress. The last time I seen it. Komm, steig ein. Nimm Platz, mein Schatz. Ja. Wir machen eine Fahrt ins Kornfeld. Jetzt geht's los. Das ist so die letzte Station. Käfig, was wir nicht selber machen können. Alles andere können wir selber machen. Dann Motor kommt, Fahrwerk kommt, Auspuff kommt, Getriebe, Hinterachsdifferential. Es kommt alles. Das ist jetzt der nächste große Schritt. So Leute, also wir sind raus. Was ein Auto. Bis zum nächsten Video. Jo Leute, wir sind raus, bis zum nächsten Video. Überleg du dir halt mal einen coolen Spruch. Das ist gar nicht so einfach. Hey Leute, das war's. Okay, mach du, dann machst du jetzt die Abmoderation. Und bitte.